Die Vögel von Alfred Hitchcock. Ein Meisterwerk, das auch nach einem halben Jahrhundert das Publikum fasziniert. Mit verstörenden Bildern und nervenzerreißenden Geräuschattacken. Hitchcock wollte kein normales Vogelgeschrei, sondern wirklich unheimliche Klänge. Die fand er erst nach wochenlanger Suche in Berlin bei Oskar Sala. Der schuf den akustischen Terror auf einem einzigartigen Instrument, dem Trautonium. Hitchcock und seine Vögel kennt heute jeder. Oskar Sala, einer der bedeutendsten Pioniere der elektroakustischen Musik, blieb dagegen weitgehend unbekannt. 1929 lernt der begabte Hindemith-Schüler an der Rundfunkversuchsstelle in Berlin die bahnbrechende Erfindung des Ingenieurs Trautwein kennen, das Trautonium, eines der ersten elektronischen Musikinstrumente. Eine Glimmlampe, eine Röhre, ein paar Filter. Das Ganze bespielbar über einen Draht. Und schon kamen aus dem Lautsprecher nie gehörte Klänge. Je nach der Eigenfrequenz. Entstehen verschiedene Klangfarben, die auch gleitend ineinander übergeführt werden können. Das Instrument bestimmt sein weiteres Leben. Schon auf der Funkausstellung 1931 sind Sala und das Trautonium eine Sensation. Gemeinsam mit Trautwein und Telefunken entwickelt er noch im gleichen Jahr den Nachfolger, das Volkstrautonium, das Hausmusikinstrument der Zukunft. Oskar Sala dagegen wurde zum Rundfunkstar und bekam sogar eine eigene Sendereihe. Mit seinem Konzerttrautonium spielte er in ganz Europa, meist Klassikerbearbeitungen. Es wurden nur wenige Originalstücke für die besonderen Möglichkeiten seines Instruments geschrieben. Der Komponist Sala war vor allem für die Leinwand tätig. Mit seinem in der Nachkriegszeit gebauten Mixtur-Trautonium vertonte er im eigenen Studio über 300 Filme, darunter avantgardistische, preisgekrönte Werke wie diesen Imagefilm für Mannesmann, ohne jeden Text und ohne jedes natürliche Geräusch. Das ist Salas erster Klangeffekt für den Film. 80 Jahre alt. Der normale Kinogänger dürfte erstaunt sein, in wie vielen Spielfilmen er das Trautonium schon gehört hat, ohne es zu ahnen. In Wolfgang Staudtes berühmter Wilhelm-Hauff-Verfilmung rast der kleine Muck zu Trautoniumklängen durch den Orient. Und Blacky Fuchsberger wurde zu Salas Gruselmusik durch Edgar Wallace-Streifen gejagt. Die These, er habe auch die Geräuschkulisse für das HB-Männchen erzeugt, ist unter Kennern umstritten. Sein Nachlass, den das Deutsche Museum in München nach seinem Tod 2002 geerbt hat, gibt dazu keine Auskunft. Überhaupt ist Salas Archiv eine Herausforderung. Er hinterließ kaum Noten, sondern spielte seine Kompositionen direkt auf Tonbänder. Fast 2000 Stück. Aber was ist da drauf? Exakte Notizen sind selten. Sein Arbeitsbuch zu Hitchcocks Vögeln gilt da schon als Glücksfall. Oskar Sala hatte keine Schüler. Niemand hat das Trautonium weiterentwickelt. Ist damit ein Kapitel Musikgeschichte endgültig beendet? Er selbst war da optimistisch und verglich sich gern mit großen Vorbildern. Bach, nicht Johann Sebastian Bach. 100 Jahre nach seinem Tode war absolute Ruhe. Und dann kam Mendelssohn und hat ihn wieder hochgehoben. Und nun ist er der Weltkomponist. Das kann durchaus sein, dass das ja auch mal passiert. Kann durchaus sein.